Hola Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hatte euch in dem Blood and Wine Let's Play ja gefragt, ob ihr wollt, dass wir hier weitermachen. Und mir wurde geflüstert, ja. Und ich habe auch irgendwie ziemlich Bock weiterzumachen. Wenn wir wissen, wo wir hin müssen. Ich muss sagen, nachdem man jetzt die ganze Zeit in diesem französischen ländlichen war, ist das hier auch mal eine ganz gute Abwechslung. Und irgendwie gefällt es mir jetzt sogar ziemlich gut. Ach genau, hier waren wir. Ich erinnere mich. So. Durchsuche das Haus. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Ritter Sporn hat wirklich interessante Freunde. Ein Mann von Hacker. Müssen wir hier hinten rein? Wie kommen wir denn in dieses Kackhaus jetzt rein? Hä? Hier ist wahrscheinlich... Hä? Wo sind wir denn jetzt? Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich habe Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Wieso haben sie ihm das Gesicht verbunden, wenn er noch reden kann? Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Okay. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Ja, wow, das war irgendwie eine andere Quest. Aber wir wollten doch jetzt da in das Haus rein. Jetzt haben wir noch eine Quest. Eine neue angenommen. Aber wie kommen wir hier rein? Wie zu... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Wie zur Hölle kommen wir in dieses scheiß Haus rein? Das gibt's doch nicht. Ich suche das Haus von... Markgraf Henkel. Normalerweise führen uns diese Punkte ja dorthin, wo wir auch reinkommen. Allerdings ist da zu. Und vielleicht hier rüber? Ne, ist auch zu. Verschlossen. Okay, hilft uns nicht weiter. Auch hier nicht. Vielleicht hier unten? Geralt, kannst du dich ducken? Aha, das kann ich anzünden. Oder? Hä? Wie komme ich hier rein? Muss ich irgendwie hier hochklettern? Geralt, was machst du da? Oh nö, jetzt rutschen wir hier so doof rum. Was macht der da? Oh Gott, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das uns weiterbringt. Vor allem können wir auch mit Geralt nicht so geil klettern. Ja, das hilft uns wahrscheinlich eher weniger weiter.
Hilfst du uns vielleicht weiter? Suchst du nach einem Abenteuer? Nee, ich suche nach einem Eingang. Ist auch abgeschlossen. Was ist das denn für ein Kack? Geht die vielleicht einfach auf? Oh, wow. Okay, das muss man natürlich auch wissen. Was haben wir denn? Ah ja. Pops-Sporn-Gift. Moment, das können wir eigentlich mal tauschen. Gegen unsere verbesserte Schwalbe. Was haben wir hier noch? Waldkauz. Achso. Ah ja, Pops-Sporn gegen Gift und Wolfstunde. Senkt vorübergehend. Hm, ich weiß nicht, das hilft uns irgendwie nicht so viel. So, ich wollte aber mal, weil hier drin ist es irgendwie sehr dunkel. So. Wir nehmen mal das hier mit. Okay, klettern wir erstmal auf diesen Sims rauf. Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Hm. Oh, Fußspuren. Fußspuren. Erstmal natürlich auch noch plündern. Das ist ja ganz klar. So, wir müssen scheinbar nach oben. Das ist gut. Dann können wir uns hier noch in Ruhe umgucken. Oh, hier sind wieder Pflege, dein Schwertsoldat. Länder des Nordens wählen. Und nochmal Pflege, dein Schwertsoldat. Scheint ein krasses Buch zu sein, wenn man das hier so oft findet. Huch, jetzt ist der Katzentrank schon vorüber. Der hält aber kurz nur. Erstmal hier hin. What the fuck? Alter, das sah gerade aus, als wären das hier so mit so Zacken, die dann aufeinander zufahren und einen dann zerquetschen. So sah das hier gerade aus. Bevor ich den Katzentrank genommen habe. Okay. Das muss eine versteckte Tür sein. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Okay. Achso. Ah, die Weinflasche haben wir. Löse das Rätsel aus der mysteriösen Notiz. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri. Huch, hier ist nur einfach. Was wir nehmen können. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken. Im nächsten Raum, glaube ich. Ah, so kriegen wir diese Tür auf. Ich dachte, die können wir vielleicht auch mit der Druckwelle aufmachen. Aha. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Die wilde ja. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Okay. Seien es Bauern und Hirten, Milchmädchen und Hebammen. Alle gewöhnlichen Leute auf dem Festland flüstern einander Geschichten von einer geisterhaften Prozession am Himmel zu. Sie nennen sie die wilde Jagd. Wo immer sie gesichtet wird, ziehen schwere Stürme auf und es wird kalt. Schneetreiben setzt ein, mag die Sonne davor noch so gestrahlt haben. Einige erinnern sich vom Schock der Begegnung nur noch an die Kälte und behaupten, die Reiter kämen nur im Winter. Doch das ist nicht der Fall. Die Jagd bringt ihre eigene Kälte mit. Krieg und Tod folgen ihr nach, so heißt es jedenfalls. Doch die Jagd selbst ist böse genug. Sie entführt Menschen, meistens Junge, in der Blüte ihrer wilden Jahre, die 10 bis 20 Länze zählen. Die Jagd stürzt herbei und die Menschen verschwinden, um lange Jahre darauf zurückzukehren, ohne Erinnerung an das, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Zucker und Klumpen von einer Substanz. Erstmal ein bisschen Licht hier machen. Getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Gucken wir mal. Oh ja, jetzt bin ich schon wieder überladen. Aber das ist besser als das, was wir tragen. Also wird das jetzt... Warte mal. Was haben wir hier alles für einen Scheiß dabei? Oh, was?
Können wir alles wegschmeißen. Hier, diese ganzen Billigdinger da. Ich gucke nur gerade auf den Preis halt. Was man da so wegschmeißen kann. Warte, hier war da irgendwas für 40? Ja, komm, weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Da müssen wir echt mal verkaufen gehen. Ja. So geht es ja nicht. Das sind Schwerter. Oh, das dürfen wir nicht verkaufen. 953. Boah. Nicht schlecht. Ah, jetzt liegt da Loot von uns. Ach nee, nicht schon wieder dieses Buch. Nee, auch nicht nochmal. Nein, ich wollte hier das untersuchen. Ein Brief von Dudu? Wer ist denn Dudu? Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Da war noch was auf dem Boden. Ein Fleck. Wövernöl. Dudu Bieberfeld? Moment. Was unten vor sich geht. Warum habe ich gerade Z gedrückt? Was macht man mit der Taste Z? Ich habe nämlich keine Ahnung, wofür man die brauchen kann. Schauen wir mal nach, was unten vor sich geht. Dijkstra. Und Triss? Triss! Ja, cool, da sehen wir sie auch mal wieder. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Das ist also die buklerische Ausdrucksweise? Ich hätte jetzt mit Buclair eher was Feines, so französisch angehauchtes, ja, Moment. Erwartet. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Danke. Du kannst aufatmen. Denk aber von jetzt an daran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Schön. Du passt auf dich auf, ich auf meine Interessen. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Graf Henkel? Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wieder kriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Wenn du so einzelne Barthaare hat, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt?
Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Liebende? So. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke.